Gleich geht's los. Jetzt muss ich noch schnell die Theresa noch mit zur Moderatorin ernennen. So, Donnerstagabend, 18 Uhr, Digital Medicine. Schön, dass die meisten von euch schon da sind. Ich freue mich, euch wieder zu lesen. Heute, wie angekündigt, ein Gast. Ja, die Frau Springborn haben wir dabei, die heute was über Telemedizin und Allgemeinmedizin erzählen wird. Und zwar nicht irgendwie so elfenbeinturmmäßig oder von irgendeiner Firma, die irgendein tolles Produkt verkaufen will, sondern tatsächlich aus der Praxis. Da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf. Aber bevor wir dazu kommen, habe ich noch, wie immer, zwei, drei Sachen, zwei Sachen diesmal von den letzten Terminen. Das eine ist, wir haben beim ersten Termin Oliver Neumann, Alexander Krause dabei gehabt. Und die haben uns angekündigt, dass alle, die wollen, bei dem Event am Wochenende Startup-Praxis, also am Samstag, dem 7.11., teilnehmen können. Hier seht ihr den Zugang zu dem Ganzen. Ja, also ihr seht hier quasi die URL startup-praxis.de/live und das Passwort, was auch mehr oder weniger merkbar ist. Im Idealfall habt ihr das schon von Marcellus Hoffmann, dem Studiendekan, weitergeleitet bekommen. Gerne mal eine Eins in den Chat, wer das schon per Mail gekriegt hat. Das ist sehr beruhigend. Dann müsst ihr euch nämlich das gar nicht merken, was hier steht. Das steht allen frei, egal ob ihr Psychologie, Zahnmedizin, Wirtschaft oder Medizin studiert. Wer Spaß daran hat, sich das mal anzuschauen, da geht es um Praxisgründung, da geht es um medizinisches, um rechtliches. Spannender Event und man kann es cool von zu Hause am Samstag nebenher laufen lassen. Tüte Chips, Tasse Kaffee. Herzlich willkommen. Das andere hat mir Maya geschrieben über Twitter. Ich weiß gar nicht, ob Maya jetzt da ist, wenn ich sie hier schon. Naja, ist heute nicht da. Aber trotzdem unheimlich spannend. Wir haben letztes Mal über künstliche Intelligenz gesprochen und hier gibt es tatsächlich eine KI-Anwendung, die in der Lage ist, am Husten zu erkennen, ob man mit Covid-19 infiziert ist oder nicht. Und das, wenn man mal hier oben guckt, mit einer richtig guten Rate. Ja, das heißt, man könnte das, also ist eben noch im Versuchsstadium, aber geteilt von Erik Topol und damit fast geadelt worden. Also das ist ganz interessant. Da unten ist der Link, oder ihr könnt, wenn ihr daran interessiert seid, euch hier die Datei runterladen, wenn das klappt. Ja, also auf den Namen klicken und herunterladen. Das sollte eigentlich klappen. Klappt es? Schreibt mal jemand Ja in den Chat, wenn es klappt, weil die noch laufen die Einsen. Danke, Caro. Hervorragend. Also, wer sich hier, wer an der KI interessiert ist, kann sich da das Paper dazu runterladen. Und auch da sehen wir letztes Mal auch viel über ethische Bedenken und worauf man auch alles achten muss, geguckt. Hier sieht man mal eine ganz sinnvolle Anwendung. So. Ich durfte neulich auf der HEALSEA 20, das ist eine Veranstaltung von der KBV, also der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, ein bisschen was über das Studium Wittner-Herdecke, Digitalisierung, Allgemeinmedizin, unterversorgte Gebiete und ähnliches erzählen und habe da, obwohl es eine digitale Konferenz war, sehr schnell Frau Springborn kennengelernt und danach haben wir ganz lange. Ich weiß gar nicht, wo waren wir drin? Nicht in Skype. Auf jeden Fall telekommuniziert. Und das war, ich habe unheimlich viel erfahren, was sie in der Praxis macht. Unter anderem, was mir natürlich hängen geblieben ist, was ich immer zitiere, ein Gebiet, was vorher von 12 Praxen versorgt wurde, wird jetzt von 6 Praxen versorgt. Und auch das ist unter anderem nur möglich, weil die Medizin sich digitalisiert und weil man eben auch Telemedizin was machen kann. Und zusätzlich unheimlich spannend, und das seht ihr hier im Titel schon, Fernunterricht in der Allgemeinmedizin, also die Betreuung vom Allgemeinmedizin-Praktikum über telemedizinische Anwendungen. Und dank meiner großartigen Eloquenz und Überredungskunst habe ich sie überreden können, heute Abend zu uns zu kommen und genau diese Erfahrungen mit euch zu teilen. Das wird ein sehr spannender Vortrag. Ich lese wieder im Chat mit und unterbreche im Notfall, wenn ich das Gefühl habe, es ist eine Frage, die wir sofort brauchen. Die anderen Fragen schreibe ich mir auf und stelle sie am Ende. Und jetzt, liebe Frau Springborn,
übergebe ich Ihnen hier quasi gleich das gesamte Bild und freue mich drauf und höre. Ja, vielen Dank und Eloquenz war dann so, haben Sie Lust, so einen Vortrag zu machen? Ja, 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 auf jeden Fall, das macht bestimmt super Spaß. Okay, das ist ja der Vortrag für Ihr Studium Fundamentale Digitale Transformation der Medizin, Digital Medicine. Und das ist ein Impulsvortrag, deswegen sind wir auch gespannt auf Ihre Beiträge. Und ich bin froh, dass Professor Ehlers die Moderation hier macht und immer schön in den Chat guckt, weil das würde mich noch ein bisschen anstrengen, weil ich mich hier auf den Vortrag konzentriere. Telemedizin und Fernunterricht in der Allgemeinmedizin. Mein Name ist Susanne Springborn. Ich bin seit 21 Jahren niedergelassene Allgemeinmedizinerin im schönen Wiesbadener Vorort Breckenheim, ländlich geprägt. Da gibt es auch noch Vollerwerbslandwirte. Wir fahren viele Hausbesuche und wir kommen nachher auch noch mal auf die Situation vor Ort zu sprechen. Ja, dann hatte ich mir überlegt, diesen Vortrag unter das Motto zu stellen, im Team Lernende und Lehrende digitale Transformation gestalten, weil es wird Ihre Aufgabe mit sein, diese Digitalisierung in die Fläche zu bringen, in die Medizin zu bringen, in die Psychologie zu bringen, in die Zahnmedizin und auch im wirtschaftlichen Bereich muss es ja dann umgesetzt werden. Und das geht immer nur im Team und mit wertschätzender Kommunikation, am besten auf Augenhöhe. Diesen Vortrag möchte ich in drei Teile gliedern. Einmal Voraussetzungen, gesetzlich und strukturell. Dann, was ist in Umsetzung und schließlich Telemedizin als Ausgangspunkt digitaler Transformation im Kontext des demografischen Wandels. Hier kommen wir auch auf die Frage zu sprechen, die Ziele der Telemedizin, die sind weiter gestreckt als Medizin selbst. Sie gehen wirklich um die gesundheitlichen Belange der Bevölkerung und dann auch um ihre sozialen Belange. Weil ich komme ja aus der Allgemeinmedizin und bei uns ist ja von allem was mit dabei. Voraussetzung, da war ja jetzt schon eine kleine Umfrage gewesen am Anfang. Wer hat denn schon mal Telemedizin mitgemacht, live? Also es waren doch einige wenige dabei, die das schon mal aus ärztlicher Sicht gemacht haben oder auch aus Patientensicht. Ja. Wollen wir loslegen, Voraussetzungen gesetzlich und strukturell. Strukturell ist bei der Frage, wo Deutschland liegt, gegenüber anderen Ländern im Bereich der Digitalisierung. Da sehen wir, wenn wir uns mit anderen Ländern in Europa zum Beispiel vergleichen, dass, oder auch mit Kanada, dass wir hier ziemlich weit an der unteren Skala liegen, dass unser Fortschritt im Bereich Digitalisierung noch nicht so weit ist wie in anderen Ländern. Estland und Kanada zum Beispiel, die haben schon ein digitales Rezept, auf das wir sehnsüchtig noch warten. Dann die Frage, wie ist es denn bei den Menschen, bei den Patienten und Patientinnen? Auf die Frage, würden Sie eine Videosprechstunde mit Ihrem Arzt, mit Ihrer Ärztin nutzen, antworteten 37% mit Ja. Und wie waren denn die Menschen von ihren Voraussetzungen, die mit Ja geantwortet haben? Sie waren eher jünger, sie hatten eher höhere Bildungsabschlüsse, sie lebten eher in den Städten, eher Männer als Frauen. Okay. Meine Klientel ist eher älter und lebt auf jeden Fall ländlich. Dann müssen wir natürlich auch schauen, was der Gesetzgeber zum Thema Digitalisierung uns an Strukturen gibt. Und da ist zum Beispiel jetzt noch wichtig, das digitale Versorgungsgesetz, das beeinflusst uns. Das ist jetzt in Kraft getreten am 19.12.2019. Und hier können zum Beispiel in Deutschland geprüfte Gesundheits-Apps im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung verordnet werden. Also kann schon auf dem rosa Rezept zwischen zwei verschiedenen Apps wählen und die dann aufschreiben. Telemedizinische Leistungen werden gefördert, in der Tat, das ist auch bei mir angekommen in der hausärztlichen Praxis. Und die Telematikinfrastruktur wird erweitert. Telematik muss ich kurz erwähnen, also das ist zum Beispiel bei mir in der Hausarztpraxis, dass ich angebunden bin direkt an die Krankenkasse. Und wenn Sie zum Beispiel zum Arzt, zur Ärztin gehen und Ihre
Krankenversichertenkarte einlesen lassen, die Versichertenkarte der gesetzlichen Versicherten, dann wird sofort eine Datenautobahn aufgemacht und Ihre Kartendaten werden verglichen mit den Daten der Krankenkasse und dann gibt die Krankenkasse mir dann ein Zeichen zurück, aha, das ist in Ordnung. Und das ist zum Beispiel Telematik, die bei uns in der Praxis stattfindet. Telematik ist aber ein viel größeres Gebiet. Krankenhäuser werden angeschlossen, Apotheken und so weiter. Und das hat der Gesetzgeber bei uns in Form gepackt, damit das hier auch auf einem guten Weg läuft. Wir sprechen ja über das Thema Telemedizin und Telemedizin ist eingebettet in das Thema E-Health. Was ist E-Health? Das ist der Einsatz elektronischer Geräte in der medizinischen Versorgung. Beispiele Telemedizin, also der Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien für Diagnose, Therapie, Konsultation unter Überwindung räumlicher und zeitlicher Distanz. Und die elektronische Patientenakte beispielsweise, die kommt ja noch auf uns zu. Elektronische Gesundheitsakte, medizinische Informatik, E-Learning, naja, sowas machen wir ja gerade, auch im Medizinbereich und der Online-Terminservice. Wenn wir auch schauen, wie das umgesetzt wird, es gibt es auch den Begriff der M-Health, also den Einsatz drahtloser Geräte für elektronische Lösungen auf mobilen Geräten, also zum Beispiel Gesundheits-Apps, die, wie ich ja schon beschrieben habe, jetzt auch schreiben kann. Und es gibt den Begriff der Health IT, also die intelligenten Kommunikationswege im Gesundheitsbereich. Das sind dann zum Beispiel die Krankenhausinformationssysteme oder die elektronische Praxisverwaltung, die ich hier nutze, oder auch die TI-Anbindung. Das ist jetzt einfach nur mal eine Begriffsbestimmung, wenn es um das Thema Telemedizin geht. Ja, was ist Telemedizin? Das mal hier ein Bildchen. Da haben wir eine Videosprechstunde. Das ist bei uns eine praktische Anwendung. Da sehen Sie auf der linken Seite einen Patienten, der sitzt da zu Hause und auf der rechten Seite die Dame, die kennen Sie ja. Und da machen wir Telemedizin. Das machen wir schon seit ein paar Jahren. Und was ist Telemedizin? Telemedizin hat Voraussetzungen, dass wir das auch so durchführen dürfen. Und die möchte ich Ihnen zeigen. Es gibt also Vereinbarungen über die Anforderungen an die technischen Verfahren zur Videosprechstunde. Das steht im SGB 5 drin. Im SGB 5 bewege ich mich im niedergelassenen Bereich. Die Teilnahme an der Videosprechstunde ist für beide Teile freiwillig. Das ist wichtig. Also wenn ein Patient keine Videosprechstunde möchte, dann muss ich andere Wege finden, um mit ihm zu kommunizieren. Andererseits kann mich aber auch niemand dazu zwingen, eine Videosprechstunde durchzuführen. Es muss gewährleistet sein, die Datensicherheit und ein störungsfreier Ablauf in geschlossenen Räumen und auch eine angemessene Privatsphäre muss sichergestellt sein. Also beim Start einer telemedizinischen Konsultation frage ich dann immer, ist noch jemand bei Ihnen im Raum? Und ich sage dann, ich bin alleine im Raum und hier ist sonst keiner. Und es kann ja sein, weil ich ja wirklich hier im Sprechzimmer bin, wir sind hier live im Sprechzimmer in Breckenheim, dass dann plötzlich jemand durch die Tür kommt und fragt, ah, Frau Springer, haben Sie noch? Und dann muss ich sagen, Stopp, Augenblick, muss ich dann dem Menschen, der da mit mir in der telemedizinischen Sprechstunde sitzt, ein Zeichen geben, dann, dass das alles datengeschützt abläuft. Also Privatsphäre und Datenschutz haben Priorität. Zu Beginn der Videosprechstunde muss also auch vorgestellt werden, namentlich, wer da alles daran teilnimmt. Und Aufzeichnungen jeglicher Art während der Videosprechstunde sind nicht gestattet. Da geht es aber um die digitalen Aufzeichnungen. Also ich darf kein Bild machen davon zum Beispiel. Was ich machen darf, aber ich darf mir Notizen machen und die mache ich natürlich nicht mit meinem Kugelschreiber. Die mache ich dann im Praxisverwaltungssystem, was dann extern ist von der Videosprechstunde. So, das waren also die Voraussetzungen. Und einen Augenblick, jetzt war ich zu schnell. Da gehe ich nochmal zurück. Die Vereinbarung dieser Voraussetzungen für die Videosprechstunde regelt den Datenschutz und die Anforderungen an die Teilnehmenden und auch an die Videodienstanbietenden, weil die Dienstanbietenden müssen auch sich nach dem Paragraph 291g Absatz 4 des 5. Sozialgesetzbuches richten. Und dann ist das auch wirklich datengeschützt und gut gemacht.
Ich stelle mal ganz kurz eine Frage zwischen, weil die ja freiwillig teilnehmen. Wir haben jetzt gerade mal im Chat geguckt. So 50% würde ich jetzt so schätzen, würden sagen, ihre Großeltern würden nicht an der Telesprechstunde teilnehmen. Wie ist denn das? Jetzt haben Sie ja gesagt, Sie haben auch ältere Patienten. Wird das gut akzeptiert oder gibt es da viele, die sagen, nee, das mache ich nicht? Also wir bringen ja die Technik zu den Menschen. Also wir bringen uns mit zu den Menschen. Die Sprechstunde, die erleben die nur als Hilfsmittel. Also die Person, die Wertschätzung, die steht im Vordergrund. Das hört sich merkwürdig an, aber ich möchte es nachher nochmal an einem Beispiel erläutern. Also deswegen wird das von den älteren Herrschaften angenommen. Und wir haben zum Beispiel wir bringen die Technik hin, aber es gibt auch Menschen über 80, die beherrschen perfekt die Videosprechstunde und die nehmen das auch gerne an. Also gerade jetzt in diesen Lockdown-Zeiten haben wir diese Kommunikation mit denen in einem Altenheim und das ist dann sehr gut angekommen und da kommen dann auch Bekannte, die dann mal gucken, wie läuft denn das und es hat so ein bisschen was Virales da, diese Videosprechstunde. Gut. Super, danke. Ja, wer ist denn bei uns? Wer sitzt mir denn jetzt gegenüber in der Sprechstunde? Das sind die informierten Patienten und Patientinnen. Also 84% der Deutschen nutzten 2018 das Internet und 70% davon informieren sich online zu Krankheitsbildern. Das heißt, Menschen, die bei mir in der Sprechstunde sind, die sind informiert und auch die Älteren sind informiert. Also ich habe hiermit nicht mehr wie früher dieses Weißkittel-Syndrom, dass wir sagen von den Ärzten und Ärztinnen, wir wissen alles und ihr wisst also nicht so viel, sondern wir haben wirklich informierte Menschen vor uns sitzen und das ist in der Allgemeinmedizin sehr wichtig, weil wir dadurch auch schneller zum Punkt kommen können oder auch besser Medizin voranbringen können. Im Einzelfall. Und das ist, glaube ich, auch wichtig und da hilft uns auch die Telemedizin weiter, weil Telemedizin auch fokussiert. Wie sieht es denn mit Ihnen aus, mit den Medizinstudierenden in Deutschland? Also Sie erkennen die wachsende Bedeutung der Telemedizin und 53% der Medizinstudierenden halten ihre Fähigkeiten zur Anwendung für schlecht oder sehr schlecht. Aber Sie sind es doch dann, die nachher die Medizin machen und die es ja auch wahrscheinlich mit digitalen Hilfsmitteln dann durchführen, aus bestimmten Gründen, die ich dann auch nachher nochmal erläutere. Und damit sich aus diesen 53% der Medizinstudierenden, dass das immer weniger werden, die ihre Fähigkeiten zur Anwendung für schlecht oder sehr schlecht hält, dafür sitze ich hier und ich möchte Sie einfach begeistern für dieses Instrument, für das neue Tool, was Sie dann haben. Und wie sieht es denn aus mit den Ärztinnen und Ärzten? Wie finden die denn dieses Thema Digitalisierung im Bereich der Medizin? Also jetzt rede ich mal von so Typen wie mir, die schon über 20 Jahre im Rennen sind. Naja, immerhin 46% stehen neutral zur Digitalisierung in der Medizin. 29% finden sie gut, yeah. Und 25% finden es nicht so toll. Also wir Ärztinnen und Ärzte sind echt ambivalent beim Thema Digitalisierung. Solche Veranstaltungen sind dann wirklich wichtig, damit wir das gut voranbringen. Ne? So, mehr Videosprechstunden. Corona hat es möglich gemacht. Und zwar habe ich Ihnen mal aufgelistet hier die Videosprechstunden, die wir über den EBM, über den einheitlichen Bewertungsmaßstab abrechnen. Ist eine Kassenleistung geworden. Wir haben das zwar auch schon vor der Kassenleistung gemacht, aber man sieht hier, vom ersten Quartal 2019 konnten wir es dann abrechnen. Da haben wir ein paar Videosprechstunden gemacht und plötzlich kam die Corona-Krise und dann schwupp und dann ging die ganze Sache nach oben. Und wir machen immer mehr Videosprechstunden. Und Sie sehen auf der rechten Seite im Bild jemanden, der adäquat angezogen ist für eine Präsenzsprechstunde, in der Tat, genau so mache ich Präsenzsprechstunde. Das sehen die Menschen nur noch von mir, weil das muss ja alles geschützt sein. Und auf der anderen Seite sehen sie mich und so sehe ich dann in der Videosprechstunde aus. Also Abstand ist so oder so. Und ja, ich glaube, es gibt noch ein
Einwand? Eine Frage, genau, von Björn Taubitz. Der sagt, Sie haben gesagt, dass ein Großteil der Patienten bereits gut informiert ist. Würden Sie sagen, dass die informierten Patienten besser einschätzen können, ob ihnen die Telemedizin reicht oder ob ein Praxisbesuch vor Ort notwendig ist? Also auf den Bauch auf würde ich sagen, nein, das können Sie erstmal nicht einschätzen. Zwar, weil die, also man muss es erstmal erleben, um diese Barriere abzubauen. Telemedizin ist erstmal so behaftet, ja, da weiß ich nicht, was ist die da und geht die mir verloren, meine Ärztin, ich möchte ja doch lieber anfassen. Also wer es einmal durchgeführt hat, der ist im Nachhinein eher dafür zu gewinnen, als jemand, der das noch nie gemacht hat. Also es ist wirklich Learning by Doing hier auch. Also meine Antwort, aber ich habe keine Studie, die das, ich habe keine Studie dazu, die darauf eine wissenschaftliche Antwort geben kann. Das ist nur mein Bauchgefühl. Danke. Gut. Dann, jetzt kommen wir, was ist in Umsetzung? Telemedizin und Fernunterricht in der Allgemeinmedizin. Weil, könnten Sie sich denn vorstellen, bei mir in Allgemeinmedizin im Unterricht zu haben? Also rein Sie auf der anderen Seite vom Bildschirm und ich in der Praxis und zeige Ihnen, wie das geht? Ich das Gefühl. Dann machen wir mal einen Chat, wer sich das vorstellen kann. Wie viel Prozent der Videosprechstunden enden denn darin? Ups, jetzt ist schon weg, da war die Frage. Dass Sie die Patienten trotzdem noch einbestellen. Ja, das sind klare Sachen. Also wenn ich auf den Bauch fassen muss, wenn ich mal einen Ultraschall machen muss, wenn Blut abgenommen werden muss, also wenn dieses Physische auf jeden Fall da sein muss. Aber viele, viele Sachen kann man in der Telemedizin. Wie viel Prozent? Ja, ich würde sagen, mittlerweile, es übt sich, 80% kann ich über Telemedizin locker abwickeln, behandeln, durchführen. Also hier hagelt es die Einsen, das sind alles Menschen, die sich vorstellen könnten bei Ihnen. Jetzt habe ich natürlich auch noch gefragt, ob sie sich bei Ihnen vorstellen könnten. Das könnten sich die meisten vorstellen. Uns war ein Kommentar noch, na, wir studieren ja gerade telemedizinische Medizin, das stimmt natürlich. Ja. Okay, super. Ach, das beruhigt mich, das macht Hoffnung für die Zukunft. Also gehen wir mal weiter. Was ist in Umsetzung? Das wird Sie interessieren. Also, so sieht das aus. Wir haben hier in der Praxis durchgeführt unter Corona 2020 4 Monate Fernpraktikum, 1 Monat Hybridformulatur und 1 Woche Fernhospitation. Ein Fernpraktikum, das war sehr intensiv. Die Formulatur, das war eine Allgemeinmedizin, das war eine Hybridformulatur, die musste noch ein Teil präsent stattfinden, sonst wäre sie nicht anerkannt worden. Und dann die Fernhospitation, das ist dann eine ausgebildete Ärztin gewesen, die einfach mal lernen wollte, wie geht Telemedizin. Und wie können Sie sich das denn vorstellen? Also wie funktioniert denn das? Ich bin ja jetzt hier im Sprechzimmer und stellen sich mal vor, Sie wären jetzt auf der anderen Seite und müssen jetzt mal so Telemedizin beigebracht bekommen. So, dann stehe ich jetzt mal auf, zeige Ihnen das mal, wie das funktioniert. Das ist hier unser Sprechzimmer. Jetzt ist natürlich kein Patient drin. Aber Sie sehen jetzt zum Beispiel hier unser Ultraschallgerät und dann haben wir hier die Liege und dann ist da ein Patient, der liegt dann auf der Liege und Sie sitzen dann praktisch als digitaler Zuschauer hier oder als Student, als Studentin und ich untersuche dann jemanden auf der Liege, mache dann meinen Ultraschall. Dann können Sie fragen, weil Sie sind ja live dabei, Sie sind ja auch zugeschaltet, haben auch vorher den Patienten begrüßt, auch alles datengeschützt, ist klar. Das ist dann also diese Live-Schaltung ins Sprechzimmer. Das zeige ich Ihnen jetzt mal. Jetzt sitze ich, müssen Sie sich mal vorstellen, ich bin jetzt so Patientin im Sprechzimmer, bin die Patientin Springborn und Sie haben sich jetzt als angehende Teleärztin, als angehender Telearzt dazugeschaltet und dann haben Sie gefragt, oh, Frau Springborn, was haben Sie denn? Ja, so Kopfweh. Ach. Ja, und dann sehen Sie, dann sind Sie schon im Remote-Modus bei sich zu Hause zugeschaltet, haben also das ganze Praxisverwaltungssystem vor Augen und sehen, aha, Springborn, aha, tak, 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 dann haben Sie die Patientenakte aufgerufen und sehen, ah, guck mal, ja, die ist so und so alt und so, ja, eigentlich ist sie ja gesund, warum haben die Kopfschmerzen? Und dann fragen Sie, ja, was sind denn das für Kopfschmerzen? Und dann gehen Sie das natürlich anamnestisch durch, dann muss man ausschließen, dass es was Schlimmes ist, ne? Keinen abwendbar gefährlichen Verlauf übersieht und dann sehen Sie, ach, guck mal, aber die hatte ja einmal so ein bisschen erhöhten Blutdruck gehabt in den Akten. Und sagen Sie, ah, Frau Springborn, Kopf,
wie, wir messen mal den Blutdruck. Oh, wir sitzen da als angehende Telearzt, Teleärztin und wollen mir, ich sitze ja jetzt hier als Patientin, den Blutdruck messen? Und jetzt? Ja, weil Sie ja schon ein bisschen eingebunden sind in den Praxisablauf, wissen Sie, das ist gar kein Problem. Also, dann gebe ich jetzt mal die Anweisung an die Mitarbeiterinnen vorne, die sitzen ja jetzt gerade vorne, und dann möchten die den Blutdruck messen. Und Sie sagen also zu mir, Sie sitzen also auf der anderen Seite des Bildschirms, also Frau Springborn, ich habe jetzt gerade der Mitarbeiterin vorne die Information gegeben, dass die Ihnen den Blutdruck messen. Das können Sie bei der Chatfunktion, können Sie also vorne an der Anmeldung das durchgeben. So, da ja vorne noch Menschen sitzen, mache ich jetzt mal meine FFP2-Maske, weil ich muss jetzt rausgehen und ich nehme Sie jetzt mal mit nach vorne an die Anmeldung zu unserer medizinischen Fachangestellten. So, ich gucke mal auf die Uhr, eine müsste noch da sein. Hallo? Die Frau Silcher ist noch da. Ich darf Sie vorstellen. Frau Silcher. So. Moment. Jawohl. Hallo. Also, hallo, das ist Frau Silcher und die Frau Silcher, Sie würden dann der Patientin noch den Blutdruck messen. Jawohl, Genau. wunderbar. Dankeschön. So, und dann, da das ja jetzt nur eine Demonstration ist, so, dann gehen wir wieder rein. Kein Patient mehr vor Ort. So, und jetzt sitze ich da mit meinen Kopfschmerzen. Dann hat die Frau Silcher, die ist jetzt reingekommen und hat mir jetzt den Blutdruck gemessen. Und der Blutdruck ist 120 zu 80, der Puls ist bei 80, wunderbar. Und dann haben sie dann schon meine Krankenakte durchgesehen und haben gesagt, also, was wirklich Schlimmes ist es nicht. Das Blutbild sieht ganz gut aus, Blutdruck ist auch gemessen. Ja, und dann fragen sie mich, sagen Sie mal, Sie haben doch so gemacht, tut das denn da weh im Nacken? Oh, das tut so weh. Ja. Haben Sie zu viel am Computer gesessen? Sind Sie vielleicht nicht richtig spazieren gegangen? Ja, ich habe so viel immer am Computer gesessen. Ach, und dann habe ich auch immer so viel ne, mit meinem Smartphone und tatsächlich, ja. Und dann, wenn Sie sagen, ach, Frau Springborn, wahrscheinlich haben Sie eine Verspannung im Nacken. Und da Sie aus der Allgemeinmedizin kommen, können Sie abwartenden Verlauf machen, wenn Sie die schlimmen Dinge ausgeschlossen haben. Und dann sagen Sie, Springborn, wissen Sie was? Ich schreibe Ihnen mal ein Rezept auf, dann gehen Sie mal zu schön zur Physiotherapie, dann machen wir ein bisschen Krankengymnastik und dann wird das bestimmt besser. Und dann bestellen wir Sie noch mal ein zur Videosprechstunde in 14 Tagen und dann sitzen Sie als Teleärztin, als Telearzt zu Hause, haben ja die ganze Praxissoftware da und tippen von Wittenherdecke aus, ne, ein Physiotherapie-Rezept zu mir nach Wiesbaden und dann, Tatsache, dann gehen wir noch mal nach vorne. Dann kommt da vorne an der Anmeldung, Sie verabschieden sich natürlich von mir, auf Wiedersehen, Frau Springborn, Sie können da vorne Ihr Rezept abholen. So, und dann gehen Sie raus, die Patientin raus und dann kommt da tatsächlich vorne das Rezept ausgedruckt. Gut, Frau Stolberg ist auch da, wunderbar, alle total fleißig, 6:30 Uhr, ja, es ist echt viel zu tun bei uns. So, und dann haben Sie das Rezept ausgedruckt und dann kommt das hier aus dem Drucker, wunderbar. Und so, und dann kann mir dann die Frau Stolberg oder die Frau Silcher gibt mir dann das Rezeptchen für die Physiotherapie und ich bin total glücklich und zufrieden. Jawohl. Okay. So sieht das aus. Okay, dann gehen wir mal wieder ins Sprechzimmer rein. Gut. Also Sie sehen, das ist hier alles live. Und dann setze ich mich wieder zurück. Okay, also. Ich hoffe. Ah ja, gut, super. Genau. Es ist fantastisch moderiert. Danke, Herr Professor Ehlers. Sie sind wirklich großartig. Vielen, vielen, vielen. Nein, das war eine Mega-Demo. Wir sind alle total glücklich. Großes Kino. Ja, großes Kino, okay. Ja, und genau das können Sie. Und das ein bisschen werde ich Sie jetzt nochmal darin einführen. Also so ungefähr können Sie sich das vorstellen, haben die Kolleginnen und die Studierenden das alles miterlebt. Und das hat wirklich mega Spaß gemacht. Und ich glaube,
Wir haben auch viel mitgenommen. Und es geht eben nicht, dass diese Telemedizin ist ein Hilfsmittel. Und das, was wir an Stoff vermitteln, an Ethik und auch an Techniken, das steht im Vordergrund. Die Digitalisierung greifen wir hier als Hilfsmittel. So. Okay, also Telemedizin lernen in der Hausarztpraxis, übrigens auch mit Hausbesuchen. Ne, da haben wir also auch dann nehmen wir dann unser Praxis-Smartphone mit und dann ist hier die Kamera und dann nehme ich dann die Studierende oder die Kollegin mit und dann schaltet die sich da drauf und dann machen wir zusammen Hausbesuche. Ne, ich fahre vor Ort und die Kollegin kommt dann mit. So. Okay, also auch auf Hausbesuchen, nicht nur in der Praxis. Dann, wie läuft so ein Fernunterricht ab bei uns? Also wir starten erstmal vorstellen, eine Videokonferenz, also die Studierenden und die Kollegin, die schalten sich zusammen. Also tatsächlich zum Beispiel die Kollegin, die hier 4 Monate ihr Praktikum gemacht hat, die habe ich nie gesehen am Anfang. Die waren also nie live Präsenz gesehen, nur bei Videokonferenz. Haben wir also erstmal eine Videokonferenz, dann werden die datengeschützten Programme und Rahmenbedingungen vorgestellt, müssen wir natürlich auch Verträge abschließen, ne? Also Datenschutzverträge zum Beispiel. Dann kommt die Theorie, das ist also ein Selbststudium mit Hilfe einer Vorlesung und der Literaturrecherchen. Ich habe dazu noch eine Vorlesung, das gucken sich dann die es dann interessiert an. Dann auch ein bisschen Literatur dazu. Und dann geht's los, Praxis und Unterricht. Also einmal die Teilnahme an der telemedizinischen Behandlung bei Videosprechstunde, im Sprechzimmer auf Hausbesuche, digital hinzugeschaltet. Sie haben das gerade gesehen, was wir eben gezeigt haben, das ist wirklich hinzugeschaltet, digital im Sprechzimmer. Aber Sie können auch selber dann später selber eine Videosprechstunde halten. Ne? Und im Homeoffice mit diesem Remote-Zugang zum Praxisverwaltungssystem, das ist ganz wichtig, damit auch immer wir arbeiten ja hier mit Menschen und dass da auch wirklich die Daten und die Informationen gut präsent sind. Ja, und der Unterricht, der findet dann bei uns immer samstags statt, weil wir sonst die Kurve nicht kriegen. Das ist natürlich eine Herausforderung für die, die dann hier bei uns diesen Unterricht machen. Die müssen dann immer samstags ran. Und dann machen wir per Videokonferenz eine Fallvorstellung im Fernunterricht. Und da gehört schon viel dazu. Also dann bereiten dann die Studierenden den Fall vor und besprechen dann nur ausgewählte Fälle. Also das macht schon Spaß. Aber dieser Unterricht, das finde ich immer für die Studierenden anstrengend. Ich finde es immer schön. Ich kann ja dann immer Fragen stellen und mal ein bisschen nachhaken. Was schön ist an dem Unterricht, das kennen Sie ja auch, wenn Sie eine Fallvorstellung machen in der Videokonferenz und können auch nebenbei nachschauen, also Sachen nochmal im Internet nachgucken, ist natürlich auch der Lerngewinn sehr, sehr hoch. Anstrengend, fokussierend, aber ich denke, das ist eine gute Sache. Ja, und zum Schluss führen wir da auch eine Prüfung durch, ob dann diejenigen, die es dann hier bei uns den Fernunterricht dann absolviert haben, ob die dann auch die telemedizinische Behandlung selbstständig durchführen können, bin ich ja immer dabei. Und das ist dann die Prüfung und die schafft ja dann normalerweise jeder, weil das ist auch eine Entwicklung, die da stattfindet während dieses Unterrichts. So, okay. Ja, dann mache ich mal weiter. Fernunterricht in der Allgemeinmedizin, Pro und Contra. Also hier denke ich, fokussierendes Lernen ist möglich, das ist Pro, Contra. Es gibt Grenzen bei gänglicher physischer und ärztlicher Präsenz. Also Palpation, Auskultation, Sonografie. Wenn das im Präsenzunterricht, bringe ich das natürlich bei. Ne? Dann sitzt dann jemand neben mir und dann zeige ich, wie geht denn das mit dem Ultraschall, wie ist das mit dem Auskultieren und wie ist es auch mit dem Palpieren. Im Videounterricht, im Fernunterricht, kann ich das ansatzweise. Das haben wir auch geübt. Das ist auch eine Herausforderung für mich als Lehrende. Ich hatte nachher dann wirklich nochmal das beigebracht, nur über Video, wie Auskultation funktioniert. Und wir hatten es dann nachher nochmal versucht zu überprüfen. Da sind also noch Techniken, die müssen noch ausreifen. Aber ich glaube, da konnten wir schon was rüberbringen. Gehört auch für die, die lehren, ist es so sehr interessant, da zu versuchen, Grenzen zu überwinden. Qualität des Fernunterrichtes, klar,
Wir sind datenschutzkonform, wir sind sektorenübergreifend, die Informationen sind schnell und strukturiert verfügbar. Kontra bei der Qualität, es ist ja nicht immer höchstpersönlich die ärztliche Leistung, die entfällt teilweise, ne? Auch wenn technische Störungen sind. Das Kontra. Beim Praxisablauf finde ich ganz wichtig den Punkt. Klar, wir fokussieren auf digitale Techniken im Fernunterricht. Kontra hätte ich auch auf die Pro-Seite schreiben können, wie das Umfeld der Praxis muss aus der Ferne erlernt werden. Also es ist ja eigentlich auch wieder, wenn eine Herausforderung ist, kann es ja auch was Gutes sein. Also Sie haben ja gesehen, Sie haben mich ja erst nur vor diesem blauen Hintergrund gesehen, ne? Da wussten Sie ja gar nicht, wo sitzen die? Ja, also, ach, im Breckenkamm, im Sprechzimmer, auch, ja, ist ja ganz, ganz interessant. Aber das Ganze hat sich ja dann erst erschlossen, wie ich dann gezeigt habe, ach, guck, die hat ja ein Ultraschallgerät, ach, so sieht das Sprechzimmer aus, ach, da kann ich über Remote, kann ich sogar ein Rezept ausdrucken. Also Sie sind ja, Ihr Raum hat sich ja plötzlich erweitert, ne? In Ihrem Kopf. Der Raum war ja schon immer vorhanden, die Praxis war auch immer vorhanden. Aber sie mussten sie sich erst erarbeiten, dieses Instrument der Telemedizin. Grenzen erweitern, das ist meines Erachtens das Stichwort. Deswegen also beim Praxisablauf, Fernunterricht in der Allgemeinmedizin, das Umfeld der Praxis muss aus der Ferne erlernt werden. Die Rolle der Ärztin als Geschäftsinhaberin in der Personalführung und in der Teambildung bleibt zunächst außen vor. Ist klar. Das kann man dann auch noch mit einbinden in den Unterricht. Das ist dann aber auch wieder eine Herausforderung für mich als Lehrende. Wie mache ich das? Also zum Beispiel könnte ich mir dann vorstellen, beim nächsten Praktikum einfach diejenige, die das Praktikum macht oder denjenigen dann an der Teambesprechung teilnehmen zu lassen. Dann virtuell. Das geht ja auch. Und dann wäre dann auch dieser Praxisablauf drin. Und klar, nochmal Fernunterricht in der Allgemeinmedizin pro und contra beim Image. Na, das ist schon ein tolles Image, zeitgemäß, neue Nähe, fein, fein, fein. Aber vielleicht auch kontra, nicht mehr nah genug am Patienten oder an der Patientin. So, das ist also so diese Abwägung. Dann möchte ich Ihnen nochmal zeigen, was wir nutzen vor Ort. Also wir nutzen die Telemedizin, die medizinische Televisite Rheingau vom St. Josephs Hospital Rheingau. Das ist im eHealth Projektatlas in Hessen zu finden. Wie das funktioniert, zeige ich Ihnen gleich. Wir nutzen das hier. Das ist ein Teil dieser Televisite. Sie sehen hier im Vordergrund unsere nichtärztliche Praxisassistentin, die darauf geschult ist, Hausbesuche zu machen. Hier noch absolut sichtbar unter Nicht-Corona-Bedingungen, also sonst wäre sie hier völlig vermummt. Und die fährt mit dem Tablet zum Patienten. Den Patienten sehen Sie hinten. Das ist ein technikferner Patient. Und sie bringt dieses Tablet zum Patienten, schaltet mich dann, wenn sie den Blutdruck gemessen hat, Blut abgenommen hatte, hier zum Beispiel eine Magomar-Bestimmung, also eine INR-Kontrolle, Blutzucker gemessen hat und auch die Medikamentenliste mal vorbereitet hat und auch das auf den Punkt gebracht hat, also hier zum Beispiel eine Wunde zu kontrollieren, schaltet mich dann, wenn sie das alles gemacht hat, vorbereitet hat, dazu. Ich sitze dann in der Sprechstunde und bin auf dem Tablet zu sehen. Und das Tablet, was sie in der Hand hält, wird sie gleich umdrehen und dem technikfernen Menschen zeigen. Und der kommuniziert mit mir. Und dann ist die Verbindung, der kennt mich ja schon ganz lange. Also der kennt mich schon 20 Jahre mindestens. Meistens noch länger, weil ich hier geboren bin. Und meine Eltern ja auch schon die Praxis hier hatten, also die kennen mich schon echt lange, die Leute. Und auf jeden Fall auf diesem Tablet kommuniziere ich dann aus der Praxis heraus mit dem technikfernen Menschen. Und wenn der das dann sieht, und dann ist diese Barriere gefallen, weil plötzlich, es ist ja die Springborn, ja, es ist ja meine Hausärztin und es ist okay. Und es ist, klar, der Hausbesuch selber wäre ihm natürlich vielleicht lieber, wenn ich persönlich da wäre. Aber er versteht es auch, dass ich nicht und in diesen Zeiten nicht mehr die Zeit habe, immer alle Hausbesuche höchstpersönlich selber zu fahren, weil wir nicht mehr so viele Ärzte vor Ort sind. Und dann lieber so und auf Tablet und halt auch die Emotionalität kommt da auch sehr gut rüber. Also das Lächeln zum Beispiel. Und das ist sehr schön, auch bei der Telemedizin lernen wir auch, wenn wir lächeln, kommt das Lächeln rüber und wir sehen auch, dass wir das Lächeln zurückbekommen. Und das, glaube ich, ist auch ganz wichtig. Und
Da geht dann die Technik in den Hintergrund und dann kommt wieder die Beziehung in den Vordergrund. Wie hoch ist die Akzeptanz bei den Patienten und Patientinnen? Also, wie gesagt, wenn wir es durchführen, ist die Akzeptanz sehr hoch. Woran das liegt, kann ich Ihnen nicht sagen. Ob das jetzt daran liegt, weil wir wertschätzend mit denen umgehen oder weil es Allgemeinmedizin ist, auch dazu habe ich noch keine großen Studien gesehen. Ich kann nur sagen, dass von der einen Folie, dass also schon einige, also schon Patienten es gerne machen würden. Wenn sie die Telemedizin machen, ist die Akzeptanz danach sogar 80%, 90%. Aber 10% sagen mir dann auch, ich bin mit der Technik nicht so gut zurechtbekommen oder ich brauche da meine Enkelin und die ist auch nicht immer da. Und dann springen die auch wieder ab. Aber wenn wir es mal durchgeführt haben, bleiben die meisten mit im Boot bei der Telemedizin. Und auch diese Hausbesuche, die unsere nichtärztliche Praxisassistentin mit dem Tablet durchführt. Wie häufig haben Sie Probleme mit der LTE-Abdeckung im ländlichen Bereich? Ha, Gute Frage. wir sind ein erschlossenes Bereich, wir haben kaum Probleme. Aber zum Beispiel im Rheingau, das ist bitter. Also die haben immer noch bei 20% können die sowas gar nicht machen, weil die Abdeckung nicht reicht dafür das Tablet. Genau, danke, Herr Professor Ehlers, kein Unity Media in Hessen. Gut, dann möchte ich weitermachen. Wir nutzen diese Videosprechstunde via Internet. Das ist dann zum Beispiel, da geben wir dann einen Link. Also wenn mir jetzt ein Patient seine E-Mail-Adresse gibt oder seine Smartphone-Nummer und dann schicke ich den per Link also auf sein Smartphone oder auf seine E-Mail-Adresse die Einladung mit einem Termin und dann drückt er einfach auf diesen Link drauf und ist dann in dieser Videosprechstunde drin, wenn er sein Mikrofon und seine Kamera freigibt. Ja, dann sitzt er im Wartezimmer und dann wartet er, bis ich ihn aus dem Videowartezimmer abhole und dann machen wir die Videosprechstunde. Es ist extrem einfach geworden. Die Termine zu vergeben und für die Patienten auch was anzunehmen, ist einfach. Was gut, die Frage von Ilian dazu, genau. Außerhalb des Termins via mobil zu erreichen. Ja, klar, wenn ich will, also hängt an mir. Ne? Also, wenn ich es zulasse, ja, dann geht das auch ganz schnell. Da kann man ganz schnell eine Sofortschaltung machen. Okay. Dann was anderes auch, weil wir auch im Bereich Telemedizin sind. Wir nutzen hier auch ein internetbasiertes Selbstmanagementprogramm. Das ist ein Einsatz im Bereich der kognitiven Verhaltenstherapie bei Depression. Das ist das I Fight Depression. Und das ist auch jetzt relativ bekannt in Deutschland. Und das ist Folgendes: Wenn ich zum Beispiel die psychosomatische Grundversorgung durchführe, bis dann wirklich der Patient, die Patientin einen Platz in der Psychotherapie hat, muss das irgendwie überbrückt werden. Und da ich jetzt extrem viel zu tun habe, ich mache das schon, die psychosomatische Grundversorgung über die Videosprechstunde, was wirklich gut läuft. Weil es gibt ja auch viele Menschen mit Soziophobien, die kommen gar nicht gerne zu mir in die Praxis. Und dann machen wir das per Videosprechstunde. Das ist echt entspannt. Dann sitzen die entspannt zu Hause, müssen keine Angst vor anderen Menschen haben und ich sitze denen dann nicht so auf der Pelle, sondern bin dann per Fernschaltung dabei. Also das ist schon mal gut, aber ich habe immer nur begrenzte Zeit. Und dann gebe ich dieses Tool weiter an technikaffine Menschen und dann können die so ein Selbstmanagementprogramm durchführen, bevor sie dann den echten Platz haben bei der Psychotherapeutin und dem Psychotherapeut. Das wird gut angenommen, wenn es denn passt. Also das ist echt was für technikaffine Menschen. Und das ist auch herausfordernd, also das ist schon, da sollte man auch nicht zu viel Antriebsstörungen haben, um das zu machen. Aber wenn es denn durchgeführt wird, wird es gut angenommen und auch gut durchgeführt. Und wir begleiten es auch immer, also unsere Mitarbeiterin, die darauf auch geschult ist, die ruft dann ab und zu mal an und fragt, klappt es denn noch, ist alles gut und sowas. Also wir begleiten die Menschen auch immer noch persönlich dabei. Ja. Maike Franzen fragt, ob die Patienten selbst danach fragen oder ob sie dann quasi Werbung dafür machen oder es anbieten. Das ergibt sich. Also die hat ganz wenige Fragen danach, unter 10%. Und es ergibt sich einfach aus der Notwendigkeit bei uns.
Und ich sage, wir machen jetzt mal Videosprechstunde. Was halten Sie denn davon? Und dann, weiß nicht. Und dann weiß ich, ach, das geht ganz einfach. Kommen wir noch mal ausprobieren. Dann probieren wir das mal so aus, bevor dann der richtige Termin geht. Und dann, aha, dann sehen die, boah, das ist aber einfach. Das ist ja super. Machen wir. Also so funktioniert es zurzeit noch. Ich initiiere das. Aber dann, wenn ich es mal initiiert habe, dann kommt es auch von der anderen Seite. Ach, hätten Sie noch mal einen Videosprechstundentermin dabei? Oder ach, meine Schwester oder so. Ach, die würde auch gerne mal eine Videosprechstunde machen, weil so und so. Wir Super. begleiten auch diese Transition zum Beispiel. Also wenn jetzt jemand wegzieht von uns, also, und dann kann er noch oder sie noch über die Videosprechstunde noch ein bisschen präsent sein. Das ist manchmal auch ganz gut für Menschen. Und das ist anders, wenn wir miteinander telefonieren, als wenn wir so miteinander kommunizieren. Aber das erzähle ich hier Studierenden, die ja auch den Vorteil einer Videokonferenz bestimmt kennen. Danke. Dann weiter wollte ich noch auf eine Gesundheits-App hinweisen, die wir leider noch nicht verschreiben können. Da fischen wir raus, wenn jemand ein Smartphone hat. Und dann kann er diese App runterladen und dann kann er, wenn er die App hat, den Finger hier drauf halten und dann kann er seinen Herzrhythmus messen. Und da fischen wir manchmal raus diese Vorhofflimmer-Sachen. Also Vorhofflimmern ist in der Allgemeinmedizin schon eine Herausforderung bei Menschen, die nicht mehr so mobil sind und nicht mehr so ein Langzeit-EKG machen können, die nicht mehr zum Facharzt kommen. Ich habe auch kein Langzeit-EKG in der Sprechstunde. Und im Langzeit-EKG fischt man sie auch nicht alle raus, die Vorhofflimmer-Patienten. Und wenn ich nur den Verdacht habe, dass jemand Vorhofflimmern haben könnte, dann muss ich es ja nachweisen, weil das zieht ja dann eine entsprechende Blutverdünnungstherapie hinter sich, damit die Menschen nachher keinen Schlaganfall bekommen. Also echt wichtig, Diagnostik des Vorhofflimmerns und das Rausfischen. Das können wir zum Beispiel durch diese App und das empfehlen wir auch und die funktioniert gut. Hinter dieser App hängt auch noch diesen Ding, kann man sich noch freischalten, kann noch einen Notarzt dranhängen und sowas. Also uns reicht es ja schon, wenn dann mal die Aufzeichnung eines nicht diagnostizierten Vorhofflimmerns gelingt und wir das dann beweisen können und dann auch die entsprechenden Blutverdünnungsmedikamente einleiten können. Natürlich immer in Absprache mit den Kardiologen, die wir jetzt auch schon davon gut überzeugen könnten. Also die lassen das jetzt auch schon durchgehen. Die sagen, ah, das ist aber auch schon gut Aufzeichnungsqualität, die ihr da liefert. Und das ist im Konsens, ne? Also im interprofessionellen Konsens, hausärztliche Versorgung, kardiologische Versorgung. So. Mit welchen Smartphones ist das kompatibel? Android, Apple? Ich darf ja kleine Schalten. Also, okay. Gut. Danke, Herr Professor Ehler. Ich darf ruhig. Das ist quasi der Link zur Herstellerseite. Ja, dann mache ich mal weiter. Dann nutzen wir noch, das ist jetzt meins, das ist diese digitale sektorenübergreifende Kommunikation. Das ist eine Plattform, die datenschutzsicher ist. Das ist ja ganz wichtig in der Medizin und da kommunizieren wir, da können wir mit den Patienten und Patientinnen kommunizieren, aber auch mit dem Pflegedienst, mit Studierenden, mit der Apotheke, mit der fachärztlichen Versorgung. Also hier bei uns die Zahnärztin, die Frauenärztin, Hautarzt, mit denen können wir da also direkt kommunizieren, mit den Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und dann jetzt auch noch dazu geschaltetes Sozialamt. Ich komme aus der Allgemeinmedizin, ich muss auch manchmal mit dem Sozialamt kommunizieren, so ist das nicht, aber datengeschützt. Und das geht auf dieser digitalen Plattform. Ja. Dann werde ich das mal weiter. Ich zeige ein Beispiel für diese Plattform. Wir haben hier ein Gesundheitszentrum im Wiesbadener Osten und seit August 2018 machen wir eine monatliche sektorenübergreifende Telekonferenz, also eine Videokonferenz, 30 bis 40 Minuten. Das wird auch evaluiert. Das sind dann meistens drei Teilnehmende. Kann übrigens auch der Patient oder die Patientin oder die Betreuerin oder der Betreuer daran teilnehmen. Das ist also meistens die hausärztliche Praxis. Dann ab Pharmazeut, immer total wichtig, Pharmazeuten einzubinden, kann ich immer nur empfehlen. Pharmazeutinnen, Pharmazeuten, richtig Medizin machen wir dann. Pflegedienstleitungen sind dabei, Alzheimer-Gesellschaft und so weiter. Das kommt immer auf den Fall drauf an. Und dann evaluieren wir durch ein gemeinsames Protokoll. Jeden Monat machen wir das und dann machen wir also sektorenübergreifende Fallbesprechungen, Wundversorgung, auch Demenz, Rheuma, Multimobilität,
Polymedikation, gemeinsames Vorgehen bei Umstellung von Medikamenten, auch bei Corona, wie machen wir das, ne? Wie gehen wir da optimal vor? Verbindliche Optimierung der Sektorenschnittstellen, also Erreichbarkeit, gemeinsame Standards, Medikationslieferschwierigkeiten besprechen. Ne? Wir haben ja immer ein bisschen Engpässe und da muss man ja plötzlich sagen, ups, Kandesartan war da mal nicht lieferbar, wie stellen wir das denn um? Und das machen wir dann für den Wiesbadener Osten, in dem dann 21.000 Menschen begleitet werden von den gleichen Playern. Meistens machen wir es dann sehr konform, damit das dann, also damit die Menschen gut begleitet werden. Wer da nicht mitmachen will, absolut okay. Aber diese sektorenübergreifenden Telekonferenzen, da machen wir die Basics. Auch zum Beispiel, wie viel machen wir die Covid-19-Versorgung? Medikationsfehler vermeiden, Datenschutz besprechen. Ja, Standards setzen. Zum Beispiel mikrobiologische Standards. Was ist wichtig? Wie ist die mikrobiologische Situation in 65207? Wo gibt es Resistenzen? Was wollen wir nicht mehr an Resistenzen haben? Wie behandeln wir zum Beispiel Harnwegsinfektionen? So was ausdiskutiert. Dann holen wir nochmal unser mikrobiologisches Labor dazu und die sagen uns, ja, ihr habt mal ein Problem, ihr setzt zu viele Gerasehemmer ein bei der Harnwegsinfektion. Da braucht ihr euch gar nicht zu wundern, wenn ihr plötzlich so fiese Keime da habt. Okay. Also sektorenübergreifend Telekonferenz, das wird dann mal durch und abgearbeitet und dann haben wir es wirklich geschafft, hier auch eine bessere Keimsituation hinzukriegen, weil wir anders medizieren. Danke an die Mikrobio, danke an die Apotheken und die Pharmazeuten und Pharmazeutinnen, das haben wir uns beigebracht. Okay. Herr Professor Ehlers, ich brauche Ihre Hilfe. Ja, was machen wir? Wir, nee, Ja. wir sind, sagen sind wir durch tatsächlich. Wir haben kurz diskutiert, wie denn die App den Herzrhythmus misst, haben festgestellt, dass sie es über die Kamera macht und quasi keine besondere Schnittstelle oder Hardware braucht. Und dann sind der Herr Schulte und ich ein bisschen ins Allgemeine abgeglitten. Alles klar. Also, wir Dann sind auf dem aktuellen Stand der Fragen, so wie ich den Überblick habe. Ja. okay, also das ist Videokonferenzen über datengeschützte Plattformen, das sind diese sektorenübergreifenden Telekonferenzen, das gehört Jetzt mit doch. rein. Jetzt muss ich doch. Jetzt natürlich in dem Moment, wo ich sage, wir sind up to date, in dem Moment kam die Frage. Sind Sie der Meinung, dass es wichtig wäre, zugunsten der Gesundheit manchmal den Datenschutz nicht zu missachten, aber als unwichtiger als die Gesundheit einzustufen? Das ist eine klare Frage und da gibt es eine Antwort von mir. Ich finde den Datenschutz so, wie wir den haben, in Ordnung. Und ich halte mich da auch wirklich dran und das ist jetzt nicht überzogen. Und ich halte Datenschutz für ganz, ganz wichtig. Je mehr ich mich mit diesen Sachen beschäftige, desto wichtiger ist mir das überhaupt klar geworden, wie wichtig das ist. Ja, ich halte mich dran und er steht mit in der obersten Priorität. Ganz klare Antwort. Super, vielen Dank. Also haben wir auch schon von vielen anders hier gehört, die gesagt haben, oh, ein bisschen weniger Datenschutz wäre manchmal gut für die Gesundheit, aber super für ein klares Statement. Also Telemedizin und Datenschutz, das ist eins. Anders geht es nicht. Das ist der Missbrauch, der sich daran anschließen kann, ist groß. Ich habe hier einen geschlossenen Raum, also wenn ich jetzt Präsenz habe, dann ist eine doppelt gesicherte Tür mein Datenschutz und hier meine Festplatte, an die keiner rankommt und in die ich in den Tresor lege und so weiter und so weiter. Das ist eins. Ne, das ist diese physische Geschichte. Aber sobald ich Telemedizin mache, gehe ich ins Netz. Und dann braucht es diesen Datenschutz. Das ist ganz wichtig. Habe ich mir auch immer hinterher. Super. Okay. So, dann geht es weiter. Jetzt kommt Teil 3. Ui, eine Stunde. Wir sind schon bei Teil 3. Jetzt, das ist mein Anliegen, Telemedizin als Ausgangspunkt digitaler Transformation im Kontext des demografischen Wandels. Jetzt wird es weit. Jetzt gehen wir den nächsten Schritt. Wir waren an der blauen Wand, im Vorlesungsraum, in meinem Sprechzimmer, in der Praxis. Wir haben unsere Mitarbeiterin gesehen. Jetzt gehen wir aus der Praxis raus. Und das hat was mit Telemedizin und auch mit Fernunterricht zu tun, weil wir sind in der Allgemeinmedizin. So, Sie sehen hier die Analyse der hausärztlichen Versorgung in dem Setting, in dem ich mich bewege. Da ich diesen Zeiger nicht so gut bedienen kann, ja, Moment, mal eins zurück. Ich bräuchte nochmal die Unterstützung von Professor Ehlers. Wo Und soll ich ihn zwar zeigen? Breckenheim. Das ist neben Rot-Ickstadt, ganz Rot-Ickstadt, rechts, rechts, rechts.
Das ist genau. Eins weiter unten. Klippermühle, Medenbach, Breckenheim hier, 1,0. Weiß. Breckenheim ist versorgt. Okay, vielen Dank. Da sitzen wir gerade. Hallo. Und da, wenn das. Also, Sie sehen hier die Karte von Wiesbaden. Wiesbaden, 290.000 Mitbürgerinnen, Mitbürger. Und Sie sehen das in drei Kreise gegliedert. Da sehen wir, das sind alles unterversorgte Gebiete und in der Mitte, da sehen Sie keinen Kreis, weil das ist überversorgt. So, und dieser große Kreis, in dem diese vielen roten Aspekte sind, das ist der Wiesbadener Osten. Total ländlich, noch mit Vollerwerbslandwirtschaft. Da sehen Sie morgens die Sonne noch aufgehen über Apfelbaumlandschaften, also wunderschön. Da wohnen 21.000 Menschen, da müssten 12 Hausärzte sein oder Hausärztinnen. Und es sind nur noch sechs. Ich habe mal angefangen vor 21 Jahren, da war man noch zu 11. Da hätte mir die Telemedizin jetzt hätte ich wahrscheinlich gar nicht gemacht. Da war es noch genug. Aber mit 6 statt 12 und wenn da noch einer krank ist, und trotzdem versorgen wir die Leute. Und wie haben wir das gemacht? Wir haben uns zusammengeschlossen. Nicht nur die sechs Hausärzte und Hausärztinnen, sondern alle Gesundheitsanbietenden in dieser Region. Es haben sich zusammengeschlossen, alle die Ortsvorstehenden dieser 8 Gemeinden. Es haben sich dann Bedarfsanalysen gebildet unter Moderation, unter meiner Moderation. Und mit dem Ganzen sind wir dann zur Stadt Wiesbaden gegangen und haben gesagt, wir haben da was, könntet ihr uns dabei behilflich sein? Und es hat geklappt. Die Stadt Wiesbaden, das Gesundheitsamt und auch das Sozialdezernat haben sich unserer Sache angenommen. Und wie sich das dann entwickelt hat, bleiben noch mal ganz kurz hier bei diesem Bild. Also Stand 9, 2017 war es so, da waren in ganz Wiesbaden 2 Drittel der hausärztlichen Praxen versorgen 1 Drittel der Bevölkerung. Und zwar 2 Drittel der hausärztlichen Praxen sind wirklich in der Mitte Wiesbadens. Und das andere, genau. Die sind gut versorgt. 1 Drittel der Bevölkerung genießt 2 Drittel der hausärztlichen Praxen. Und drumherum, die drei Kreise drumherum, das sind nur noch 1 Drittel der Praxen und die versorgen 2 Drittel der Bevölkerung. Bei uns war es voll krass im Wiesbadener Osten. Und deswegen waren wir auch die Ersten, die da was gemacht haben. Weil wir uns zusammengeschlossen haben, wir hatten da drüben bei die 21.000 Leute, die hatten noch nicht mal einen Pflegedienst. Da war noch nicht mal ein Pflegedienst stationiert 2017. Das heißt, ich musste als Hausärztin anrufen und bitten, dass da einer von JWD seine Leute zu uns schickt und da eine Wundversorgung macht. Das ist für die nicht profitabel für einen Pflegedienst, erstmal 15 Kilometer durch die Wildnis zu uns zu fahren und dann ein Hausbesuch für eine Wundversorgung zu machen. Nicht profitabel. Wir waren froh, dass nach diesem Zusammenschluss, nachdem wir uns organisiert haben, die Bedarfe auch formuliert haben, hat sich tatsächlich ein Pflegedienst niedergelassen. Da hat sich dann auch eine frauenärztliche Praxis dann niedergelassen. Es hat sich eine Fußpflegepraxis niedergelassen. Das kommt alles. Also, und durch eine Quartiersmanagerin haben wir jetzt. Das konnten wir alles durch diesen Zusammenschluss. Der Zünder aber der ganzen Geschichte, das war der Zusammenschluss, aber auch die Digitalisierung. Und das möchte ich Ihnen jetzt nochmal zeigen, wie wir das gemacht haben. Okay. Gehe ich mal weiter. Vielen Dank für die Unterstützung. Dann gehe ich auf die nächste Folie. Was haben wir denn gemacht? Wir haben umgedacht. Wir haben vom sektoralen Handeln zum sektorenübergreifenden Versorgung den Gedankensprung und dann auch wirklich das Leben umgestaltet. Ich bin Hausärztin. Ich bin groß geworden und habe nur mein hausärztliches Ding. Das ist ja schon komplex. Das ist vielleicht komplexer als der Augenarzt oder die Augenärztin, aber es ist hausärztlich. Was interessiert mich wirklich die Apotheke? Was interessiert mich eigentlich der Pflegedienst oder die Fußpflege? Oder habe einen hohen Blutdruck, zwar Herausforderungen und dass alles in Ordnung ist und dann schreibe ich meine Pillen auf und dann spreche ich mit dem Patienten, mache noch Stressreduktion, wenn das geht. So bin ich da echt angetreten. Das habe ich ganz, ganz lange so gemacht. Und dann bin ich an die Grenzen gekommen, habe gedacht, ich verstehe die Welt nicht mehr. Dann haben hausärztliche Praxen zugemacht, direkt um uns herum und plötzlich standen 1.000 Menschen unversorgt vor unserer Tür. 1.000 Patientinnen und Patienten mehr. Und das ist kein Witz. 1.000.
drei Praxen auf einmal innerhalb von einem Monat aufgehört haben. Krankheitsbedingt und altersbedingt. Kein Nachfolger. Okay, da muss man dann was tun und das ist klar, das kann man nur noch im Team lösen. Also es geht nicht mal als Einzelplayer. Also, wir müssen gucken, dass jemand zu uns kommt. Wir müssen gucken, dass wir das, was der Apotheker, die Apothekerin besser kann, zum Beispiel Medikation strukturieren. Dann bitte ich die Apotheker und den Apotheker, mir zu helfen. Das geht über Digitalisierung. Pflegedienst, Wundversorgung. Kann ich höchstpersönlich nicht mehr. Und ich habe auch nicht mehr unsere nichtärztlichen Praxisassistentinnen, sind so gebunden durch die Arbeit hier in der Praxis, auch die können die Wundversorgung nicht mehr ad extenso leisten. Wen bitte ich? Den Pflegedienst. Die sozialmedizinischen Beratungen kann ich höchstpersönlich doch gar nicht mehr leisten unter diesen Umständen. Wen bitte ich? Sozialarbeiterin. Und. Also vom sektoralen Handeln zum sektorenübergreifenden Versorgung. Plötzlich war es da. Es ging gar nicht mehr anders. Wir haben die Digitalisierung und die Vernetzung genutzt zur Verbesserung der Qualität. Ja, wenn die Mikrobiologie sagt, Frau Springborn, Sie haben da ein Problem, Sie schreiben zu viele Gyrasehämmer auf, da haben Sie eine schlechte Resistenzlage da im Wiesbaden-Osten, machen Sie es anders. Ja, die können das besser, dann sagen die mir das. Also, und dann kann ich mich auch besser auf meine Kernkompetenzen fokussieren, weil ich dann weniger Resistenzbakterien habe. Also vom sektorenübergreifenden Arbeiten habe ich gelernt und kann mich dadurch besser auf meine Kernkompetenzen fokussieren. Quartiersversorgung, das erkläre ich gleich nochmal, ist dazu gekommen. Das eröffnet Ressourcen. Unglaublich. Ich kann plötzlich Menschen begleiten, an die ich vorher gar nicht rangekommen. Und ich kann Work-Life-Balance leben. Ich habe ja gerade gesagt, ich kann eine Vorlesung halten und die Kolleginnen unterstützen mich dadurch, indem sie die Sprechstunde halten. Das ist Work-Life-Balance. Ich mache gerade Work-Life-Balance. Und natürlich, Work-Life-Balance bindet Fachpersonal. Also, das ist auch ganz wichtig. Deswegen haben wir nicht so wirklich diese Personalengpässe. Um das zu leben. So, jetzt habe ich ganz viel erzählt. Die Luisa Busser hat dazu gefragt, wer definiert denn diese Sektoren? Und das kann doch nicht die Aufgabe einer Ärztin sein, sich um die Versorgungssituation in mehreren Stadtteilen zu kümmern. Aber sonst macht es keiner, oder? Das ist das Normative des Faktischen. Sonst macht es keiner. Ja. Es war, ich habe echt, wie das passiert ist, wie plötzlich 1000 Leute mehr bei uns vor der Tür standen, habe ich natürlich meine Institutionen angerufen und habe gesagt, da sind wir. Und ich denke, wir haben es ganz gut im Team organisiert. Und ich mache das ja jetzt nicht mehr alleine. Es macht ja Uran angenannt. Und ich kann mich jetzt ein bisschen zurücknehmen. Und es läuft. Das heißt aber auch ein bisschen, wenn man es erstmal selbst übernimmt und erstmal das Problem selbst löst, dann ziehen auch andere nach, haben sie ja tatsächlich gesagt. Dann kommt ein Pflegedienst. Und also ganz unterschiedliche erkennen dann, ja, da ist zwar ein unterversorgtes Gebiet, aber auch die Chance, sich da anzusiedeln und in eine organisierte Gemeinschaft mit reinzukommen. Richtig. Ich habe natürlich mir professionelle Hilfe geholt. Wir haben ein Dienstleistungsunternehmen geholt, die uns dabei unterstützt haben. Tatsache. Und weil alleine kann ich das ja gar nicht. Und dann nochmal die Frage, wer definiert das Quartier? Ein Quartier, das ist ein Raum von ca. 20.000 Menschen. Da gibt es so, da haben wir mal bei den im Bereich des Sozialen geguckt, wie man ein Quartier definieren kann. Also ungefähr 20.000 Menschen in sozial ähnlichen Strukturen. Ne? Also wir im Wiesbadener Osten sind eine ganz andere Struktur als die Wiesbadener Innenstadt. Wir haben unsere Kerben und unsere Weinfeste, die wir feiern. Und in der Innenstadt ist es dann eher das Theatrium, was gefeiert wird, oder die gehen eher mal ins Theater. Also ganz andere Denkweise. Und dann haben wir auch den Wiesbadener Westen. Die haben dann auch dann ganz andere Strukturen. Die sind dann eher in ihren Familienclans gebunden. Andere Ressourcen, die dann haben. Also Quartier ist nicht gleich Quartier, aber von der Menschenzahl ungefähr 20.000. Es gibt so bestimmte Gründe auch dafür und es ist eine sozial ähnliche Struktur. Gut. Der Daniel Jakob fragt nochmal zum Thema davor, wird der Datenschutz nicht ohnehin, auch ohne digitale Medien, in der Medizin missachtet?
Also bei uns nicht. Ich sage da mal ganz klar, nein. Ich glaube, geht so ein bisschen in so eine Richtung Schweigepflicht und sehr selten so, dass wenn man im Krankenhaus im Mehrbettzimmer liegt, dass man da quasi von der Schweigepflicht entbindet, dass die anderen im Nebenbett das nicht mithören können, sondern das setzt man einfach mal voraus und ja. Ich bin in diesem luxuriösen allgemeinmedizinischen Setting. Also wir können hier wirklich die Schweigepflicht super durchführen. Was da jetzt im Wartezimmer gesprochen wird, ist wieder was anderes. Aber hier an der Anmeldung, da ist, wir haben hier das wirklich so, dass wir die Türen schließen können, dass eins zu eins jemand in der Anmeldung steht, wenn er sein Anliegen vorbringen möchte. Also wir sind da ziemlich durchgestylt. Ja. Aber das hat was mit allgemeinmedizinischem Setting zu tun. Und das hat, glaube ich, Elian sehr beeindruckt, weil das sieht fast nach einem Niederlassungswunsch aus. Die Frage, wäre in diesem Konstrukt dann noch Platz für eine weitere Niederlassung einer Praxis? Ja, klar, weil wir sind logisch, wir sind auf 12 ausgelegt und wir rennen unter 6 Leuten. Ne? Also wer zu uns kommen möchte, ist herzlich willkommen. Also Elian, los geht's. Ab nach Breckenheim. Und Annika fragt, warum ist Sonnenberg fast schon überversorgt? Also es ist ja deutlich überversorgt, oder? Wenn ich das im Ja. Vergleich zu Breckenheim, weil wohlhabende Viertel und somit attraktiver für Ärzte. Oh, da kennt sich aber jemand sehr, sehr genau aus. Hallo? Ja, genau. Das ist die Antwort. Es ist eine andere Sozialstruktur. Ja, da wohnen die reichen Leute. Und die haben ihre Privatpraxen da. Das ist der Grund. Okay. Gut. Sind wir auf Augenhöhe angelangt? Dann mache ich weiter. Also, wir haben dieses System dann entwickelt. Das heißt Kuransum-System. Die erste Ebene für unser Quartier ist ein Gesundheitszentrum als offenes Netzwerk der Gesundheitsanbietenden vor Ort in einem Gebiet für bis zu 20.000 Menschen. Da schließt sich dann die Apotheke, der Arzt, die Ärztin, die Fußpflege, der Pflegedienst und sowas, die schließen sich zusammen, aber als immer als offenes Netzwerk, also jeder ist herzlich willkommen. Und die treffen sich, also das machen wir alle Vierteljahr, das machen wir auch evaluiert, wir machen dann Protokolle, das wird moderiert, evaluiert und dann nehmen wir uns dann was vor und dann entwickeln sich Arbeitsgemeinschaften daraus und das läuft dann weiter. Und immer das Ziel, dass die 21.000 Menschen bei uns gut versorgt sind. Wertschätzende Kommunikation auf Augenhöhe. Darauf ziehen wir uns immer. Das ist die Base, das ist die Basis. Ohne die geht hier gar nichts. Auf die bauen wir immer auf. Hört sich ein bisschen nach Blabla an, ist es aber nicht. Es wird gelebt. Wertschätzende Kommunikation auf Augenhöhe, Mensch im Mittelpunkt. Dann ist die zweite Ebene ist der Versorgungsverbund. Das sind dann die Ortsvorstehenden, die sich auch alle 3 Monate treffen, auch evaluiert. Die formulieren die Bedarfe, total wichtig. Und diese Bedarfe, die dann die Ortsvorstehenden oder auch da die Player, dann gibt es ja auch Vereine, Landfrauenvereine zum Beispiel bei uns, oder da schlagen ja auch Bedarfe auf, oder die Alzheimer-Gesellschaft oder Hospiz oder so. Und dann die sagen, wir bräuchten das und das. Und dieser Versorgungsverbund, der formuliert dann die Bedarfe und der sagt dann nicht, wir bräuchten, sondern wir brauchen. Und dann gucken die, wer deckt die Bedarfe ab. Also geht es an den ans Gesundheitszentrum, müssen die mal ein bisschen Power geben, Gas geben oder geht es an den Verein. Da gibt es nämlich auch einen Verein dazu, einen gemeinnützigen. Also werden zum Beispiel, sind bestimmte Leute, kommen nicht weg von ihrem Haus, sind nicht richtig sozial angebunden, brauchen die da irgendwas, kann da der Verein was dafür tun, kann Nachbarschaftshilfe organisiert werden und so. Oder der Versorgungsverbund gibt diese Bedarfe weiter an die Kommune. Das ist das Gesundheitsforum der Kommune und die unterstützen dann natürlich auch wieder umgekehrt. Da wird dann an den Magistrat, da werden Magistratsvorgaben eingegeben und dann wird das Quartier weiterentwickelt. Und auch die anderen Quartiere entwickeln sich jetzt. Wir haben gesagt, okay, wir haben es jetzt gemacht im Wiesbadener Osten, aber jetzt haben wir auch in Wiesbaden, in Dotzheim, also im Westen, hat sich jetzt ein Quartier entwickelt über die Johanniter, die machen das. Und es gibt auch das Quartier in Sonnenberg. Die haben das dann auch gemacht, die finden es nämlich gut. Und so ist es, dieses Dreiebene, dieses Netzwerk. Ja, und das klappt ganz gut und ich wiederhole nochmal, in der ersten Ebene im Gesundheitszentrum, da wird das Geld verdient.
Das ist ein offenes Netzwerk. In der zweiten Ebene, das ist dann die kommunalpolitische Ebene, aber nicht nur sondern Politik ist weit gedacht, nicht Parteienpolitik, sondern wirklich so Basis. Da sagt dann jeder auch, da sind die Bedarfe, da müssen wir was tun. Und die werden auch abgefragt, die Bedarfe. Das ist ganz wichtig. Und diese Bedarfe werden dann also auf lokalpolitischer Ebene, sage ich, obwohl politisch ist ja immer so ein Wort, und dann, das wird also da gesammelt auf Quartiersebene und dann wird es weitergegeben an die, die es dann auch am besten lösen können. Und wenn es die Fußpflege ist oder wenn es dann die Nachbarschaft ist oder wenn es die Stadt Wiesbaden ist, wenn es das Sozialamt ist, es wird da weitergegeben oder der Verein, das Fahrdienste organisiert. Und ich sage es jetzt wahrscheinlich schon zum fünften Mal. Mensch im Mittelpunkt, wertschätzende Kommunikation auf Augenhöhe. Das ist es, was zählt. Dann geht es weiter. Wie sieht Quartiersversorgung aus? Wir haben also den Gesundheitsstandort Wohnung, den wir für die Menschen erhalten möchten. Also bei uns in Wiesbaden Osten gibt es kein Altenheim. Da wird auch kein Altenheim mehr etabliert werden. Das haben wir schon ganz klar von der Kommune gesagt bekommen. Und die Leute wollen auch nicht so unbedingt ins Altenheim. Die hätten es ganz gerne lieber in ihrer schönen Hofreite bei uns, in ihrem Häuschen, mehr oder weniger komfortabel und im ländlichen Bereich, eingebettet in ihren sozialen Kontext. Und wenn die jetzt älter werden und mobilitätseingeschränkter und auch allgemein mehr Barrieren haben, möchten die trotzdem in ihrer Wohnung bleiben. Und das können wir im Quartier auch aktiv begleiten. Wir nennen das, dass wir dann den Gesundheitsstandort Wohnung ausbauen. Mit den Kümmerern vor Ort, also zum Beispiel, dass die Apotheke dann Botendienst macht, wenn Medikamente geliefert werden, wenn der Mensch nicht mehr von zu Hause in die Apotheke gehen kann. Oder dass wir die Tablets in die Wohnungen bringen, dass da also auch eine digitale Anbindung ist. Die Digitalisierung ist nämlich sehr wichtig, weil Pflegekräfte werden weniger, ärztliches Personal wird weniger. Also durch die Digitalisierung können wir einfach, dadurch, dass wir dann Wege einsparen, bei den Menschen vor Ort sein, wenn die dann uns zuschalten können und es möchten. Und insgesamt ist das Ganze im Quartier organisiert. Das ist so wichtig. Das macht zum Beispiel unsere Quartiersmanagerin. Komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Der Gedanke des Quartiers ist, der zählt. Und jedes Quartier ist unterschiedlich. Und wir sind das Quartier vom Wiesbadener Osten, unser ländliches Quartier. Und das ist dann die Quartiersversorgung. Gut. Da fragen Tabea und Johanna gleich nach. Gibt es vergleichbare Projekte, Umsetzungen in Deutschland oder ist das einzigartig? Also einzigartig ist es auf jeden Fall, aber gibt es Vergleichbares? Also von der Robert-Bosch-Stiftung, ne? Die haben ja dann die haben das ja initiiert. Da gibt es diese Versorgungszentren, von denen, das ist dann mehr so ein Gesundheitszentrum, aus dem sich dann eine Quartiersversorgung erschließt. Also das ist so ähnlich angedacht. Das ist aber noch, es ist auf die Medizin angedacht. Wir sind ja sehr umfassend geworden. Also wir haben jetzt auch schon Kontakt aufgenommen mit der Bank, ob die nicht auch gucken, weil die älteren Herrschaften Schwierigkeiten haben, ihre Bankgeschäfte von zu Hause zu organisieren, ob die da auch Unterstützung leisten können per Digitalisierung und so weiter. Das geht dann weiter noch von diesem Robert-Bosch-Gedanken weg. Aber ja, es gibt zwar eine Robert-Bosch-Stiftung. Da haben wir auch unsere Anregung. Gut. Weiter? Oder gibt es noch vom Chat? Wir können Gut, weiter. dann mache ich weiter. Ich zeige jetzt mal, wie das funktioniert. Also der Mensch ist im Mittelpunkt in seiner Wohnung. Er hat die Selbstbestimmtheit in der eigenen Wohnung. Er wird vernetzt mit den Kümmerern und Quartier. Diese Versorgung ist personengebunden, digital vor Ort und 24/7. Also 24/7 ist ja schon die medizinische Versorgung. Persönlich kann man zwar nicht 24/7 bekommen, aber ärztliche Versorgung ohne Probleme. Auch die Medikamentenlieferungen, Pflegedienst mittlerweile auch, das hat auch gut geklappt. Also das klappt schon ganz gut. Und dann Nachbarschaft können wir auch 24/7 organisieren, wenn es sein muss, wenn es drauf ankommt, im Quartier. Und Werden die in den bezahlt? konkreten einzelnen Fällen. Werden die Kümmer Ja, tatsächlich. Einmal klar vom SGB. Aus den Sozialgesetzgebungsbüchern, dann die Nicht-Sozialgesetzgebungsbücher,
Abdeckend werden, das ist dann Vereinsarbeit, Curandum e.V. macht das, das ist der allgemeinnützige Verein, der wird ordentlich gespendet, weil die Leute hier sehen den Bedarf. Also wir kriegen gute Zuspenden. Wir werden vom Land Hessen noch als Projekt unterstützt, die über die Gemeindeschwester 2.0. Das macht dann, finanziert die Quartiersmanagerin, aber wir finanzieren uns über das SGB, über die Sozialgesetzgebungsbücher und über den Verein tatsächlich. Ja, so finanzieren wir uns. Und wir werden diese Finanzierungsmöglichkeiten ausbauen, nämlich ohne eine solide Finanzierung stirbt sowas. Das ist uns allen klar. Und deswegen sind wir auch dabei, wir werden jetzt als Projekt finanziert, aber dass wir von dieser Förderung wegkommen und dass wir das selber dann stellen. Das sind jetzt, kriegen wir im Jahr knapp 30.000 Euro Zuschuss. Die anderen 30.000, die stemmen wir schon selber. Aber wir wollen gucken, dass wir das alles komplett gestemmt bekommen. Ganz kleinen Augenblick. Das war jetzt nochmal jemand, der hier reinkommen wollte, aber den habe ich jetzt mal abgewunken. Es ist halt live aus der Praxis. Und dann Umsetzung. Das ist uns auch ganz wichtig. Und das zeige ich nochmal, das sind die Kümmerer, die wir durch das Quartier erschließen und wir vernetzen die Kümmerer physisch und digital. Und deswegen bin ich hier bei Ihnen. Gut. Jetzt kommt noch eine Frage. Nee, mehr eine Aussage oder ein Angebot oder Kompliment. Wenn Sie mit 6 Ärztinnen die Arbeit von 12 übernehmen, sollten Sie eigentlich mehr verdienen als die 21 in dem anderen Stadtteil. Ja. Also wir verdienen gutes Geld und wir verdienen deutlich besser als die Praxen in der Innenstadt. Habt ihr gehört? Ja, Gut so. das ist finanziell attraktiv. Ja, sonst würden wir auch Curandum ja gar nicht stemmen. Muss man ja auch mal sehen. Ne? Also das ist schon solide, was wir hier auf die Beine stellen dürfen im Team. Okay. Und es schafft Freiheiten. Also vor 4 Jahren wäre es ja doch gar nicht denkbar gewesen, dass ich die Zeit gehabt hätte, mich mit Unterricht zu beschäftigen, so in der Form. Gut. Jens fragt noch schnell, aus der Psychologie kommt, ob über das digitale Format nicht was verloren geht, insbesondere in der Kommunikation. Also ich sag nein. Es gibt Studien auch dazu, die das sehr ähnlich sehen. Es gibt ja auch psychologische Formate. Da gibt es ja gar nicht mehr den Menschen, sondern da sitzt ein Avatar, ein psychotherapeutischer Avatar und kommuniziert mit den Menschen. Das wird bei Depressionsbehandlung in den USA eingesetzt. Und das kommt sogar besser rüber als der echte Psychotherapeut, aber nur in bestimmten Situationen. Also ich glaube, in der Psychotherapie können wir das mit Stimmmodulation, mit Gestik, mit Mimik rüberbringen. Und wir kriegen auch das zurück, was also wir müssen ja nicht so mit Geruch, Geschmack, mit Palpation, müssen wir ja kaum in der Psychotherapie arbeiten. Und es nimmt die Soziophoben mit. Die Soziophobie können wir gut damit behandeln. Es gibt Studien auch darüber, die das bewerten. Und mir sind sie jetzt nicht ganz präsent. Ich habe es jetzt auch nicht rausgesucht, aber kann man sehen und es wird auch positiv bewertet in der Psychotherapie. Trotzdem lohnt es sich natürlich, das Studium an der Uni abzuschließen. Das Oh ja. Psychologiestudium. Gut. Dann gehe ich nochmal weiter. Was macht denn die Quartiersmanagerin? Sie wird gefördert durch das Land Hessen, durch das Hessische Ministerium für Soziales und Integration. Was macht die bei unseren 21.000 Menschen? Zum Beispiel im März, was hat sie gemacht? 136 Einsätze, Netzwerkarbeit, zunehmend digital, Terminvereinbarungen und Begleitung zu ärztlichen Untersuchungen, Corona, eine Beratung wegen ungeklärter häuslicher Situation, Informationsaustausch im Quartier, Administration, Dokumentation, Vorbereitung von Sitzungen und so weiter. Und die digitale Unterstützung in Krisensituationen und Beratungen. Das hat sie durchgeführt. Nur mal, um das anschaulich zu machen, was macht eine Quartiersarbeiterin? Ja,
So sieht's aus. Ich komme zum Schluss der Vorlesung oder des Impulsvortrages. Wir haben also hier Telemedizin und Fernunterricht. Sie haben jetzt, denke ich, einen Einblick und auch praktisch mal ein bisschen geübt, was das bedeutet. Wir haben auf der einen Seite die technikaffinen Patienten und aber auch auf der anderen Seite die technikfernen Patienten. Und die nehmen wir alle mit, zumindest sind es bei uns. Und wir nehmen sie eben nicht nur digital mit, wir nehmen sie auch physisch mit, weil Digitalisierung ist für uns ein Hilfsmittel und nicht, es dreht sich nicht um Digitalisierung, sondern um den Menschen und die wertschätzende Kommunikation. Insgesamt, wenn wir uns trotzdem, weil es ja jetzt hier um Telemedizin und Fernunterricht geht, wenn ich das nochmal zusammenfassen darf, was Digitalisierung anbelangt, mein Ratschlag zum Schluss ist, wenn wir es durchsetzen, keep it safe and simple. So, und vielen Dank und ich bin gespannt noch auf die Diskussion. Großartig, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich gucke gerade in den Chat, ob Fragen kommen. Nein, erstmal kommt eine große Dankbarkeitsbezeugung. Das war ein toller Vortrag, unheimlich lebhaft. Und ich hoffe, dass ganz viele sich jetzt vorstellen können: Mensch, das ist ja doch irgendwie ein toller Beruf, Hausärztin, Hausarzt. Das ist ja auch ein bisschen der Schwerpunkt der Uni. In dem Sinne ist das natürlich ganz besonders toll, wenn man das so vorgetragen und vorgelebt kriegt, wie viel Erfüllung das sein kann und dass man nicht komplett verarmt. Das ist ja irgendwie immer so das Bild, was alle haben. Nee, lieber in die Stadt irgendwo als auf dem Land und dann verarmen. Ist immer das Bild. Ja, genau. Habt ihr noch Fragen? Während ihr euch die Fragen überlegt, ich nehme die Angst sowohl als angehende Ärztin als auch als Patient, super, ja. Verarmt ist das größte Problem unter Ärzten, ja, ist nur noch unter Apothekern und Zahnärzten ausgeprägter mit der Verarmung. Und Das ist bei uns ein ich bisschen erinnere schon mal, während ungewöhnlich. ihr noch über Fragen nachdenkt, dass wir nächste Woche uns mit Mann und Frau beschäftigen, nämlich mit Femtech, Female Health Technology. Maike Henningsen kommt, die neue Juniorprofessorin für Digital Health. Und vorher, wer Zeit hat, hier 14:30 Uhr Gesundheitsvisionäre beschäftigen sich diesmal mit Gender Health. Ja, auch ein unheimlich spannendes und lustigerweise in Deutschland noch gar nicht so verbreitetes Fachgebiet. Das war alles so gut erklärt, dass ich gar keine Fragen mehr sehe. Oder alle sind ihre Fragen zwischendurch schon losgeworden und wir haben die alle mitgenommen, die Fragen. Ich hoffe, ich habe irgendwie keine verloren zwischendurch. Ah, eine habe ich mir noch aufgeschrieben. Jetzt war ja sehr eindrucksvoll geschildert, auch quasi so während der telemedizinischen Lehre, was für großartige Videos diese jungen Menschen dann an die Hand bekommen, um Auskultation und Ähnliches zu lernen. Die sind wahrscheinlich nicht irgendwo öffentlich über YouTube zu sehen oder sowas, dass auch die Studierenden, die zwischendurch großes Interesse an den Videos auch im Chat gezeigt haben, die auch sehen könnten. Ich hab's versucht, Leute. Ja. Ja, wenn es da tolle Videos super. Ja. Ja, Mensch, wenn ihr keine Fragen mehr habt, und es ist ja ganz großartig, also, dass Tut mir um leid. kurz vor halb noch alle da sind Ich habe fast. das auch verstanden. Das ist wirklich ein Hin Ich und habe Her vorher die Zeit falsch gewesen, bis ich angegeben das dann und dadurch endlich gab es erkannt eine Menge Terminkollisionen hinten raus. habe. Aber Und ein trotzdem säuberlich sind über aufgeräumt. 230 da geblieben und das ist ein tolles Zeichen, dass das ein unheimlich spannendes, tolles Thema war und extrem toll vorgetragen. Das legt die Latte für alle, die danach kommen, sehr, sehr hoch. Das war lebensnah und schön. Ich glaube, also ich habe ganz viel Zustimmung und Freude im Chat zwischendurch immer wieder gelesen. Vielen, vielen Dank, dass Sie das mit uns gemacht haben.
Da sind sie jetzt verhaftet, das können wir gut. Ja, wenn wir einmal eine Angel haben, lassen wir nicht mehr los. Dankeschön. Ich Ja, bedanke mich auch ganz vielen, vielen herzlich Dank. und So, wünsche meine für die Lieben, Einladung, Professor vielen Ilokwenz Dank Jaffe, für dass tolle wir auch Teilnahme am hier Chat. Viele vorangehen Einsen, und viele Danke, weiterbilden. viele Wenn Sie noch Fragen. was tun kann, ich bin da Ich glaube, gerne das bereit, war echt ein um super da Thema. Einlass zu Ich finden. Vielleicht hoffe, dass das für können alle toll in den Kontext passt. Ja, waren ja viele Niederlassungswillige da. Schönen Abend euch allen, wo immer ihr gerade seid. Bleibt gesund und nächste Woche sehen wir uns wieder um 18 Uhr am Donnerstagabend. Ja, super. Das ist. Ich genieße noch diesen Chat.